herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel zwischen dem SV Spielberg und Sanum 5 Saarbrücken in der Regionalliga Südwest. Endstand bekanntlich 3:0. Ich begrüße die Kollegen hier und auch die Gäste draußen am Bildschirm. Bei mir sind die beiden Cheftrainer, zu meiner Rechten Timon Seibert vom Sanum 5 Saarbrücken und unser Cheftrainer Hartmut Kaufmann. Herr Seibert, wie gelingt es Ihnen denn immer wieder, Ihre Mannschaft derart zu motivieren, dass sie sich nicht hängen lässt, obwohl der Abstieg zu Kubik oder tatsächlich feststeht? Ja, erstmal hallo auch an alle, die irgendwo zugucken oder zuhören. In der ersten Halbzeit ist es mir nicht gelungen, weil ich fand, das war eine wirklich schlechte Vorstellung von uns. Zu bezeichnen, eigentlich lassen wir nicht viel zu, kriegen aus 2 Chancen 2 Gegentore. Was mich besonders ärgert, war die Standardsituation, weil da eine klare Zuordnung gemacht ist. Das sind einfach Dinge, die du vermeiden musst. Fehlt uns an der Aufmerksamkeit, aber ist passiert. Gehen, glaube ich, ja, dank der schlechten Leistung auch dann vielleicht verdient mit 2:0 Rückstand in die Kabine. Zweite Halbzeit fand ich nach einer ziemlich kurzen, aber deutlichen Ansprache auch besser von meinen Jungs. Ich glaube, da haben wir eigentlich erst die Großteile vom Spielgeschehen bestimmt. Aber das ist halt der Unterschied. Du hast dann ja, 4 Halbchancen, der Gegner hat 4 Halbchancen und steht es 3:0. Wir haben halt einen großen Teil dazu beigetragen. Dann 2 Assists, glaube ich, zu den Gegentreffern kamen direkt von uns. Da ist dann nicht mehr viel zu holen. Also bei uns ist insgesamt gesehen schon irgendwo ein Stück weit die Luft raus. Wir haben sehr, sehr viele Verletzte. Ich habe heute 4 Eigenspieler dabei gehabt und 3 Spieler aus der zweiten Mannschaft, die bei uns, ich glaube, 7. Liga spielen. Also es ist dann schon grenzwertig und da kannst du auf Regionalliga-Niveau nicht mithalten. Und wir müssen gucken, dass wir gut da rausgehen, jetzt die letzten Spiele noch ordentlich bestreiten und dann uns neu sammeln, mal schütteln in der Pause und nächstes Jahr dann ordentlich in der Oberliga-Saison spielen. Danke, Timon Seibert. Hartmut, 3. Heimsieg in Folge, da kann man doch zufrieden sein, oder? Ja, haben wir ja vor dem Spiel ein bisschen besprochen mit der Mannschaft, dass wir diese kleine Serie vielleicht ein bisschen ausbauen. Und ich denke mal, dass die erste Halbzeit auch aufgrund der Temperatur von meiner Mannschaft richtig gut war. Wir waren gut in der Bewegung, wir waren gut in der Zone und wir haben einen guten Ball laufen lassen. Das hat mir gut gefallen. Sind dann auch durch diese 2 Tore, die man gut gemacht habe, 2:0 in Führung gegangen. Dann, ich denke mal, 2. Halbzeit, so die ersten 10 Minuten, 15 Minuten, das war nicht gut. Da haben wir dann auch so leichte individuelle Fehler gehabt und da ein bisschen den Gegner aufgebaut. Aber die Mannschaft hat sich dann wieder gefangen, hat dann wieder das Tempo ein bisschen angezogen, war da wieder präsenter in unserer Zone drin und ich denke mal, danach nochmal einen Kontakt gesetzt, der danach schön rausgespielt wurde und wo sich das Sammel gut durchgesetzt hat und dann noch das Auge hat und den Ball querlegt auf den Jan. Und der Jan, das muss man trotzdem erstmal machen, den Ball erstmal einschieben müssen. Also bis auf 10 Minuten, 15 Minuten war ich richtig zufrieden vom Tempo her, von der Bewegung her, bei den Temperaturen. Also von dem her bin ich schon zufrieden mit dem 3:0. Vielen Dank. Timon Seibert, wie sieht denn Ihr Fazit aus nach dem Abenteuer Regionalliga? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die Leute draußen so viel Zeit haben, mir da zuzuhören. Sportlich, aus sportlicher Sicht, das ist ja der Teil, den ich auch irgendwo bewerte, ist natürlich irgendwo ernüchternd gelaufen. Ich denke, konstatieren muss man nach der Saison, dass es für so einen Verein wie uns, ich glaube, das ist im Umfeld von Spielberg ja ähnlich, einfach fast unmöglich ist, in so einer Regionalliga zu bestehen, weil die finanziellen Mittel einfach auch irgendwo alles bestimmend sind und die haben wir nicht. Wir haben gesagt, wir nehmen dieses Abenteuer an. Für uns war es ja eine ähnliche Sensation wie für Spielberg hier aufzusteigen, als eigentlich Aufsteiger in die Oberliga direkt durchzumarschieren. Und ich finde es trotzdem ganz gut, dass der Verein sich irgendwo treu geblieben ist und gesagt hat, wir versuchen jetzt nicht hier einen Großangriff zu machen und irgendwelche abgehalfterten Profis für viel Geld zu holen, sondern wir haben uns dazu entschieden, vielleicht auch notgedrungen, weil, wie gesagt, die finanzielle Situation nicht ganz so toll war, das dann mit jungen Spielern anzugehen und mit Spielern aus dem Verein, dass die Qualität für Regionalliga nicht haben oder noch nicht haben, das haben wir gesehen und das wussten wir. Und dementsprechend ist es halt jetzt auch schwierig, die letzten Spiele da irgendwie motiviert anzugehen. Wir haben doch ein sauberes Restprogramm jetzt mit Elversberg, Homburg und Mannheim, haben in den letzten Spielen ordentlich Gegentore kassiert und das werden nochmal 3 schwere Gänge, aber durch die werden wir durchgehen und wie gesagt, dann müssen wir den Blick einfach nach vorne richten und nächstes Jahr alles dafür tun, dass der Verein wieder in einem besseren Licht dasteht, weil eigentlich war es ja der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, dann in so eine Regionalliga aufzusteigen mit den Mitteln,
Und das wird immer schnell vergessen. Und das, da sollten wir uns drauf besinnen und dann, wie gesagt, einfach unsere Arbeit fortführen. Und dann wird am Kiesel bis irgendwann auch mal wieder gelacht. Vielen Dank, Timo Sabat. Ach gut, unser Verein ging ja einen ähnlichen Weg, oder? Ja, das kann man schon so sagen. Das passt schon von dem, was mein Kollege gesagt hat. Das war uns aber klar und die Band und ich haben die Entscheidung getroffen vor der Saison, dass wir dem Kader die Möglichkeit und die Chance geben, dieses Abenteuer zu bespielen. Wenn wir gewollt hätten, die Band und ich, dann hätten wir wirklich 3-4 Kaliber holen können. Aber das ist nicht die Philosophie des Vereins, das war klar. Klar, sportlich ist es nicht angenehm, unter der Tabelle Ende zu stehen. Aber von dem, was drumherum passiert ist, einige Leute haben sehr gut gearbeitet, haben gewisse neue Sponsoren an Land gezogen nächste Saison mit einem neuen Ausrüster, der uns da sehr gut weiterhilft. Also ich denke mal, das Fazit von uns, Spielberg steht stabil da, haben nicht irgendwelche Notkäufe oder sonstige Dinge machen müssen, sondern haben wirklich solide und sauber weitergearbeitet. Und das sieht man auch jetzt wieder. Ich denke mal, das ist uns auch wieder gut gelungen, dass der Stamm des Kaders wieder zugesagt hat, die Treue dem Verein gegeben hat und haben jetzt alle diese Woche ihre Verträge unterschrieben. Und das ist ein gutes Zeichen, weil natürlich im Vorfeld viele, viele Spekulationen und ich denke mal, dass wir trotz der sportlichen Situation ein gutes Konzept für die nächste Saison an den Tag gelegt haben. Ich muss auch sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat mit Marius, der sich bereit erklärt, nächste Saison Co-Trainer zu machen. Ich glaube, dass er gut in das Team reinpasst und auch gut mitarbeitet. Und Bernd hat in der letzten Woche wieder richtig Gas gegeben und das Ergebnis ist das, dass der große Teil des Kaders, des Stammkaders zusammenbleibt und nächstes Jahr, denke ich mal, eine gute und ich denke mal, vielleicht auch mal eine stabile Oberliga-Saison spielen kann. Vielen Dank. So, gibt es Fragen an die beiden Trainer? Hartmut, angesichts der Tatsache, dass vom Punktestand die Situation heute nicht leichter geworden ist, was hat sich in Bezug auf die Hoffnungen und die Ziele der Mannschaften für die restlichen Spieltage getan? Gut, was hat sich getan? Morgen früh werden wir erstmal trainieren und dann bereiten wir uns für Mannheim vor. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Es ist schon ein Verein mit viel Tradition, Waldhof Mannheim. Und wir werden dort im Karl-Benz-Stadion spielen. Unsere Fans werden da wieder mitfahren. Die werden am Dienstag lautstark im Karl-Benz-Stadion einlaufen, denke ich mal. Und wir haben ja nichts zu verlieren. Wir können dieses Spiel gegen Waldhof Mannheim richtig genießen. Und wir werden da eine Truppe auf den Platz schicken, die guckt, dass man den Waldhöfer das so schwer wie möglich macht. Und dann das nächste Heimspiel ist gegen Hoffenheim, die für mich in der Rückrunde eine überragende Rückrunde spielt, also mit die beste Mannschaft. Da kommt noch einmal richtig Qualität und dann fahren wir zum Schluss noch nach Trier. Also es sind alles drei Spiele, die in unserer Situation mir wirklich genießen sollte und auch den Spaßfaktor nicht vergessen sollte. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Danke. Okay, dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern, wünsche unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und in der kommenden Saison wieder mehr Erfolg. Okay, das war die Pressekonferenz nach dem Spiel. Ich wünsche allen Gästen hier noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Du auch, ja, für nächstes Jahr. Danke, Herr Wagner.